Mit anfangen, aufhören. Jetzt. Anfangen, aufhören. Das war das Motto heute am Zürcher Stadelhofenplatz. Trotz dem schlechten Wetter haben sich die Grünen von der Stadt Zürich heute stark gemacht für eines ihrer Hauptanliegen. Wir können daran erinnern, dass das Problem der Atomenergie nach wie vor nicht geklärt ist. Dass es nach wie vor eine schwierige Energie ist, die da produziert wird. Dass sie für Jahrtausende Probleme unserer Nachgeneration hinterlässt mit ungelöster Entsorgung. Und dass ein Unfall in einem AKW das Leben von Menschen gefährdet. Viele Tote kann verursachen und auch ganze Landstriche zerstören. Für einen ersten Schritt Richtung Atomausstieg gibt es in der Stadt Zürich im Juni eine Abstimmungsvorlage, die will, dass die Stadt nur noch bis im Jahr 2034 darf Atomstrom beziehen. Die Gegner von dieser Initiative Zürich atomfrei sagen aber, diese Vorlage sei gar nicht erst umsetzbar. 40% sind Atomstrom, wir sind auf Atomstrom angewiesen. In der heutigen Zeit die Industrie ist auf das angewiesen, unsere Arbeitsplätze sind darauf angewiesen. Darum bin ich felsenfest überzeugt, dass die Bevölkerung nicht sich selber den Ast absagt, wo sie drauf sitzt. Doch, meinen die Grünen, ein Atomausstieg sei durchaus realistisch und auch dringend nötig. Wir sind heute in vielen Bereichen so weit. Die sagen, es ginge nicht, sind die seit Jahrzehnten die Energieforschung behindern, die ständig Massnahmen, die es darum gehen, uns von dieser Atomenergie zu lösen, torpedieren, die immer sagen, es sei nicht möglich, aber es ist aber möglich. Das zeigen viele gute Beispiele, gerade im Wohnbereich. Zeigt sie mir, wir haben energieeffiziente Verkehrsmittel, die müssen wir einfach alle fördern, dann ist es möglich. Und es gibt zahlreiche Volkswirtschaften, die ohne Atomstrom auskommen. Es muss finanzierbar sein und es muss wirtschaftlich sinnvoll sein. Und ich denke, Technik schafft daran und Technik wird auch dafür schauen, dass vielleicht in 10 oder 20 Jahren das tatsächlich überflüssig wird sein. Aber heute sind wir noch nicht so weit. Heute sage ich ganz klar Nein zum Atomausstieg. Ob die Stimmbürger von der Stadt Zürich auch Nein sagen zum Atomausstieg, zeigt sich am 5. Juni. Eine eidgenössische Abstimmung über den Atomausstieg soll es dann im Herbst geben.